Ja, ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed und AWC Black Flag. Ja, in Nassau. Und wir wollen zur nächsten Hauptmission. Oh, und da haben wir noch eine Kiste und da haben wir noch... Oh, meine Fresse, ihr wisst schon Bescheid, ne? Also erstmal Aussichtspunkt erklimmen. Der muss auf der Seite sein, da wollen wir hin. Und da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Wo ist die? Yippie! Na, 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 müsst ihr mich wohl verarschen? Kiste, 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 warte mal, Kiste, wo ist die? Kiste? Die müsste ja theoretisch irgendwo hier sein. Nein, nicht auf dem Schiff, da ist sie nicht. Da ist sie nicht, komm schon, Kiste, Kiste, Kiste. Da oben vielleicht? Jawohl, ha! Goldschätze, jawohl, komm her, ich bin ein alter Pirat, jawohl. Kann nun im Herstellungsmenü hergestellt werden, sehr schön. Gut, da könnten wir doch glatt mal reingucken. Warte mal, zurück, 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 zurück. Ich will zurück, warte mal, hier. Danke, Herstellung. Oh, lalalalala. Pistolenholster, da, da, da. Den haben wir schon, Herstellung, diese... Ja, schon. Ach so, okay. Aber jetzt könnte ich es machen. Das, da bräuchte ich Hirschpelz. Ja, okay, weißt du was? Hirschpelz, das machen wir. Hirschpelz brauche ich hier. Warte mal, zweimal. Zweimal Hirschpelz. Gut. Munitionsbeutel, Wildschweinhaut. Jawohl, komm. Nicht verfügbar, warum nicht? Warum nicht? Achso, das geht immer noch nicht, oder was? Ich raff's nicht. Okay, gut, komm. Ciao. Egal. Geht wohl aus irgendwelchen nicht ganz erfindlich ersichtlichen Gründen nicht so ganz, aber warum auch immer. Gut, ich wollte ja eigentlich hier den hier nehmen, ne? Hier, hier, den da, ne? Den wollten wir noch schnell holen. Und dann wollen wir dann auch demnächst zur Hauptquest. Ach, das sind wir doch schon richtig. Guck mal. Iha. Komm hoch. Edward. Edward, komm, geh da hoch. Sei so gut und geh da hoch. Dankeschön, hoch da, jawohl. Hiha, komm. Na, komm, so kompliziert ist es nicht. Einfach mal da hoch. Das machst du doch mit links. An jedem Finger ein Haken. Oder wie war das? Jawohl, synchronisieren bitte. Hiha. Nice. Ach, Assassin's Creed, einfach immer wieder eine Augenweite. Plansch, jawohl. Und Kiste Aussichtsturm haben wir geholt und jetzt wollen wir zur Hauptquest. Jawohl, ich freue mich übrigens, dass du eingeschaltet hast, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und hier Black Flag, ne, weißt du Bescheid. Weiter zur nächsten Quest. Kohle haben wir ja schon ganz gut beieinander eigentlich, dafür, dass wir noch nicht mal richtig angefangen haben. Ja, und dann wollen wir mal schnell darüber hechten. Und mal schnell hier. Na, Kim. Ja. Mission starten. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Der spanische Zoll ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Na dann. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Gut. Dann zeig mal. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi. Na, jawohl, ja. Alles klar. Ja, ja, wir rennen da mal ein bisschen rum. Vielleicht lade ich die schneide ich es auch raus. Du bist ein Steuermann, Kenway. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Jawohl. Ich hätte mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keine Pläne. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Mhm.
Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder anfängt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Wo ist er? Die mit der richtig fetten Ladung. Retten. Mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Camway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Mhm. Du wirst gar nichts finden, wenn du so in die Sonne starrst. Stoff rum. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Mhm. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Sadel? Das verzaubert Rumzucker? Du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee. Holz, Feuerfässer, dann würde ich den da nehmen. Wirst du dich jeden Moment vergessen. Und Rumzucker, jawohl. Ja, komm rum damit. Vieren und Fahrt aufnehmen! Na, komm. Na, komm schon. Und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Ja. Ich muss erstmal hier nochmal reinkommen. Kein Spaß, die Fracht aus dem Meer zu. Bams! Haha, ja. Versuchen zu fliehen. Da, guter Treffer. Ja, lass sie doch fliehen, die Penner. Manövrierfähiges Schiff, lalala. Ja, tschüss. Bereit zu feiern, Sir. Der letzte Schrupp ist kampfunfähig. Ordentlich leckeslang. Jawohl. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig. Ja, komm schon. Gelenksalz in Position. Mach ich doch, bin doch gerade dabei. Feuer! Guck mal. Haha! Komm schon! Feuer! Jawohl! Haha! Haben wir sie doch! Wie kann... Bereit machen für Aufschlag! Ja, komm schon! Ja, komm schon! Jawohl! Haha! Nice! Die erste Enter-Aktion. Gut, es sind natürlich noch kleine Schiffe, aber auch Kleinvieh macht Mist und jeder hat ja mal klein angefangen. Und so auch. Unser Kenway. Komm mal, hier, Pumps, rein damit. Ja, treffe ich noch einen? Habe ich noch einen? Wer ist er denn? Da ist er doch, guck mal hier. Na, komm her. Pumps, noch einen. Na komm schon, gib mir noch einen. Pumps, jawohl. So muss es sein. Na, haben wir den geentert oder haben wir den nicht geentert? Gedengo und Buendia, Senor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Du bist ein Schwätzer. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? Moment, mate, Señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Viel Blabla um nichts. Gut. Nice. Sehr schön, was soll mit dem Schiff geschehen? Ich will die Checkdown nicht reparieren, du Penner. Ich will... Oh Mann, ja, ist ja okay. Was haben wir noch? Ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Mhm. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Ja, machen wir. Guck mal. Da ist doch auch noch was. Die würde ich mir auch noch gern schnappen. Fünf Anteile für den, der die meisten Klöten sammelt. Naja, genau. Ja. Ladung geplündert. Hier. Springt jetzt, wenn ihr eure Gelben heute retten wollt. Zieht sie in die Hölle, Jungs. Jawohl. Haha. Nice, komm schon. Nein, hier, benutzen. 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 Benutzt doch mal hier. Komm mal hier ran. Ran hier, meine Freunde. Rein damit. Hahaha. Ja. Na, wo sind sie denn alle? Hi! Ciao! Ciao! Nice! Sehr schön!
Oh, Leute, ich will gerne was... Ach, meine Fresse, du. Ich will die doch gar nicht reparieren, Mann. Wir wollen die nicht reparieren, die ist repariert. Was soll das? Meine Güte. Guter Fang heute, Kenway. Ja. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Jawohl. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ne? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Jo, denke ich auch, dass die Könige, ehrliche Könige rar sind. Jetzt können wir jetzt hoffentlich endlich da reingehen. Oder auch nicht. Nach Salt Kelly Sail einen mittelstarken Rumpf kaufen. Ach, leck mich doch am Arsch. Wie weit sollten das sein, bitteschön? Alter. Segel setzen, Bewegung! Oh, nee. Alter, wo soll ich denn da bitte hin? Willst du mich verarschen? Hier. Heute ohne Scheiß. Okay. Gut, ich würde sagen, wir schnappen uns mal hier die Truhen. Raus aus dem Wind! Alle Segelbergen haben wir gehört! Na, nimm's das Seil! Hiha! Nice! Jawohl! Captain des Außenbords, die Sprüche sind auch geil. Na komm schon! Kenway, ich will die Truhe da haben. Es gibt einfach so viele geile Inseln und so viele Truhen und Sachen, ey, das ist unglaublich. Aber wir haben so schon ganz schön Kohle gesammelt. Das ist zwar ein bisschen mühselig auch, aber das wird noch besser, meine Freunde. Es wird noch besser und da liegt Fracht rum. Die Fracht, die will ich mir natürlich gönnen. Mitnehmen. Nice. Ja. Oh, noch was? Ja, da liegt Fracht. Komm. Die will ich haben. Kleinvieh macht ja auch Mist. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Jawohl. Nice. Und zurück zur Jackdaw. Ja. Ja, ich will mich jetzt auch noch nicht riesig mit Schiffen anlegen. Und die Minischiffe, die lohnen sich eigentlich nicht wirklich. Rüber da, komm schon. Ja. Paddel, paddel, paddel. Planschi, planschi. Jawohl, es geht doch nichts über ein schönes bisschen Schwimmen in der Karibik. Jawohl. Wo ist der Jubel, meine Freunde? Wo ist der Jubel? Vom Captain. Für den Captain. Hier nicht. Captain steuert. Jawohl. Großsegel setzen. Ja, meine lieben Freunde, das war's schon wieder von dieser Folge von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal auf den Weg machen zu unserer nächsten Hauptquest. Ach du heilige Scheiße, warte. Ich will sie noch kurz markieren. Wo ist es dann? Ach du heilige Scheiße, warum muss das so weit sein? Ja, in der nächsten Folge werden wir dann hier hin segeln oder vielleicht schon gesegelt sein. Und dann sage ich ciao, ciao, have a nice day, bis dahin. Also gut, Männer, jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Captain euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei! Unter allen Glücksrittern, die hier im Karibischen Meer kreuzen, zählt er ganz klar zu den gerissensten. Einst dünkte ich mich selbst als die gefährlichste Plage dieser Gewässer. Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich sah, wie er auf Deck einer spanischen Galeone Klarschiff machte, als wäre es nichts. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und gewitzt ist er. Findet seinen Weg über jede Klippe,
und jeden Winkel dieser Inseln. Also, seid ihr auf Beute und Abenteuer aus? Ist Captain Edward Kenway euer Mann? Doch, Finger weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage.